Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht heute um eure allgemeinen Legungen, wo wir einfach mal wieder schauen, wie die Energien bei euch so aussehen. Das heißt Liebe, Beruf und was die Karten so zeigen werden. Bevor ich das natürlich tue, wie immer die astrologischen Updates für diese Woche, für die aktuelle Zeit. Und bevor wir natürlich damit starten, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für euren tollen Support. Ihr seid der Wahnsinn. So eine tolle Energie, die ihr mir da entgegenbringt. Die vielen Kommentare, die Likes, die Abos. Macht bitte weiter so. Das ist wunderbar. Das macht richtig viel Spaß. Den, wo ich nicht danken möchte, das sind die Leute, die weder ein Hallo, weder ein Danke, weder Höflichkeitsfloskeln verwenden, sondern einfach nur da reinschreiben, ja, das kann ja jeder, kann ich auch, oder irgendwelche Kritik äußern. Leute, ich bin immer froh, wenn jemand auch mal schreibt, hey, das würde ich mir mal wünschen, das mache ich mal, auch ein Dankeschön, finde ich total toll. Wenn ihr Kritik äußert, gerne. Aber dann macht das bitte so, wie die Höflichkeitsform und wie der Umgang miteinander, wie das eigentlich alle gelernt haben und uns das auch wünschen würden. Na, ich mache mir da mein eigenes Bild und denke mir dann so, mein Gott, wahrscheinlich sind die Leute mit einer Rakete durchs Kinderzimmer geflogen. An die, die sich dann wundern, warum die das Leben nicht so in den Griff kriegen, wenn man mit so viel negative Energie durch die Welt läuft, dann zieht man auch noch Negatives an. Ja, ich beschäftige mich mit Personalentwicklung, mit alles, was im Bereich Psychologie liegt. Ich mache momentan nebenbei eine Ausbildung als Coach und da weiß ich halt auch eine Menge drüber, wie ja das negative Energie Negatives anzieht. Und deshalb sollte man immer etwas darauf achten, wie man auf andere wirkt, weil wenn man positiv mit anderen kommuniziert, kommt auch positive Energie zurück. Ja. Okay, ihr Lieben, ja, was ist passiert? Gestern ist was recht Schönes passiert. Gestern ist nämlich die Venus in das Sternzeichen der Fische gewechselt. Das heißt, es kann so mehr Romantik in unsere Beziehungen kommen. Nein, wunderschöne Energie. Ja, das kann natürlich auch für die innere Einkehr stehen, für Gefühle der Verbundenheit, auch für Sehnsüchte, die da involviert sind. Ja, und die Frage, was man nicht hat, aber sich wünscht, könnte dadurch ja auch entstehen, ne? Ja, zum Wochenende gibt es ein schönes Dreieck. Die Sonne steht im Wassermann, der Mars im Zwilling, auch in der Vorwärtsbewegung. Ja, und beide stehen im Sechstel zum Planeten Jupiter. Ja, Planet Jupiter, Wassermann und Zwilling und der Jupiter mit dem Feuerzeichen Widder. Da stehen die Chancen gut, Dinge anzupacken, Dinge in Bewegung zu bringen, vorwärts zu gehen. Die Energie ist halt da. Man muss quasi nur starten und anfangen. Ja, und heute Nacht, beziehungsweise nicht heute Nacht, sondern heute um 11.52 Uhr, ist auch der Merkur ins Quadrat zu Chiron gelaufen. Das kann ab und zu oder schon auch mal die Finger in unsere Verletzung legen. Daher achtet immer bitte, was für eine Wortwahl ihr auch im Gegenüber an den Kopf wirft, weil Worte können genauso verletzen wie auch verbale Gewalt. Worte können wie Pfeile sein, daher etwas vorsichtig. Ja, ja, was haben wir noch? Der Mond ist aktuell zunehmend und wechselt heute vom Widder in den Stier. Der Wechsel wird heute Nacht um 0.42 Uhr stattfinden. Ja, und dann ist der quasi der zunehmende Mond im Sternzeichen Stier. Auch das wird an neue Energie praktisch bringen. Und am Montag um 16.42 Uhr wird der Mond dann gegenüber der Sonne stehen. Entschuldigung, das ist nicht am Montag, das ist heute. Also heute um 16.42 Uhr steht der Mond und die Sonne sich gegenüber. Und der Mond wechselt dann am Montag in das Sternzeichen der Zwillinge, und zwar um 9.36 Uhr wird das passieren. Da wird mehr Kommunikation, da wird auch mehr Wuseligkeit bei uns hinzukommen. Die Sonne steht dann auch im Quadrat zum Mars, das wiederum eine sehr harmonische Energie uns geben wird, eine Voranenergie, die auch etwas ruhiger wird. Ne? Ja, ihr Lieben, ich nehme euch gleich mit zu euren einzelnen Legungen. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei. So wie ich das jetzt habe, ich wollte eigentlich schon viel eher anfangen mit euren Legungen, aber ich bin momentan diese Woche über komplett in einem Seminar, was in den Abendstunden immer stattfindet. So habe ich natürlich morgens oder über Tag meine ganz normale Arbeitstätigkeit, abends dann das Seminar, was dann meistens immer bis 11 Uhr geht, wo es halt um Persönlichkeitsentwicklung geht, also wunderbar interessante Themen.
wo ich vielleicht das ein oder andere mit euch ja auch schon mal durchführen könnte, überlege ich mal. Passt zwar jetzt nicht zu Tarotkartenlegungen, aber wenn der ein oder andere mal so an Muster loswerden interessiert ist, wie man beispielsweise Partner in der Liebe vergessen möchte, wie man gewisse Dinge, die man fest eingespeichert hat, ja, loslassen möchte. Da gibt es, wie gesagt, richtig schöne Übungen für. Da kann man mal gucken, ob man sowas vielleicht irgendwann auch mal als Video da lässt. Das muss ich mir aber noch mal ein paar Gedanken machen. Ja, es gibt noch was Neues. Ich arbeite auch gerade an einer Webseite von mir. Die wird auch in Kürze, so hoffe ich, dann starten. Da bin ich aber auch noch nicht so richtig gestartet, weil mir momentan die Zeit so etwas fehlt. Aber ich habe mir einfach gedacht, so eine Website, dass ihr so ein bisschen was über mich kennenlernt, wo wir vielleicht auch so einen Blog haben zum Austausch und so weiter. Das bereite ich momentan auch gerade vor. Das ist leicht so angestoßen. Auch das wird neu kommen. Und da habe ich auch noch so ein paar andere Ideen, wo ich euch mit überraschen möchte. Das braucht allerdings noch ein bisschen Zeit, weil ja Zeit ist immer so dieses Problem, dass man alles unter einem Hut bekommt und ist manchmal nicht immer so ganz leicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß bei den einzelnen Legungen. Vor allen Dingen nicht nur Spaß, sondern Spaß beim Anschauen, aber auch für Ratschläge, die euch wirklich weiterbringen. Und in dem Sinne nehme ich euch jetzt mit zu den einzelnen Legungen, ihr Lieben. Ich sag mal bis gleich, alles Liebe, alles Gute und wir schauen mal, was die Karten so zu sagen haben. Bis gleich. Hallo, liebe Sternzeichen der Skorpione, ich grüße ganz herzlich dich zu deiner allgemeinen Legung für die erste Februarwoche. Ich verbinde mich mit dem Universum, ihr kennt das schon. Und dann starten wir auch direkt durch. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Sternzeichen-Kollektiv der Skorpione. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Gib mir bitte nur eindeutige und klare Botschaften. Eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv Sternzeichen Skorpion. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gesund, es geht euch gut. Ich sage das immer am Anfang, Tarotkarten haben keine Macht über dein Leben. Zeit ist relativ, Zeit ist fließend. Und wir schauen mal, was die Karten für euch für Botschaften haben. Falls du mit der Legung nicht in Resonanz gehst, dann mach die Legung auch bitte nicht zu deiner. Dann schau bitte gerne mal in dein Mond- oder Venuszeichen vorbei oder Aszendenten. Generell macht das auch immer Sinn, generell da mal reinzuschauen, weil manchmal sind die Legungen dann nochmal mit weiteren wertvollen Botschaften versehen. Ihr Lieben, und dann schauen wir einfach mal, was die Karten dann so sagen. So, don't be lazy, be crazy. The devil is mit in the house. Wir schauen mal, warum der Teufel sich hier... Oh, ich sehe schon. Auch keine ganz einfache Legung, keine ganz einfache Energie, würde ich mal sagen, ihr Lieben. Wir brezeln das jetzt mal gemeinsam auf. Und wir starten mit 5 der Schwerter. 5 der Schwerter, hier kann ich definitiv sagen, du bist in der Liebe bewusst verletzt worden. Du hast eine Niederlage erlitten, so empfindest du das von deinen Gefühlen. Es geht hier um einen Konflikt. Ne? Man könnte auch sagen, dein Gegenüber hat bewusst in Kauf genommen, dich hier zu verletzen. Das heißt, du bist hier vom Gefühl her gescheitert. Du bist momentan traurig. Und es kann sein, dass dein Gegenüber das ein Waage, Wassermann oder Zwilling war. Lieber Skorpion. Wir haben hier die Königin der Kelche. Steht immer für unsere Gefühle, Kelchenergie. Die Königin der Kelche ist eine Person, die dir sagt, du kannst dir bei dieser Person in der Sache dir sicher sein. Du kannst auf diese Beziehung dich ganz hingeben und ein Gefühl, was du jetzt überhaupt nicht kennst, lieber Skorpion, dich entspannen. Du kannst wieder aus deinem Gefühl heraus handeln und du kannst diesen Weg auch gehen. Diese Energie wird sich aber möglicherweise für dich erstmal komisch anfühlen, weil diese Energie kennst du momentan so nicht. Das ist so eine Herzenskarte. Und hier kommt definitiv jemand auf dich zu. Das ist ein Fisch, Skorpion oder Krebs. Das heißt auch ein Wasserzeichen. Ja, und du hast momentan mit den 9 der Schwertern zu tun. Du hast schlaflose Nächte. Ne? Du grübelst momentan sehr viel.
Man kann auch sagen, du machst dich nachts verrückt, du schläfst momentan auch nicht gut. Das merkst du auch bei der Arbeit. Du machst ja sehr viel Gedanken um die Liebe. Das kann sein, dass es hier um einen Waage, Wassermann oder Zwilling geht. Ja. Du hast aber auch was zu feiern. Das ist auch so die Datingkarte. Es wird hier was in Erfüllung gehen, wo du jetzt aber noch nicht mit rechnest. Du kannst dir das auch noch gar nicht vorstellen, dass du demnächst was zu feiern hast, aber es wird so sein. Es wird zu einem Treffen kommen, was für dich sehr positiv verlaufen wird und du hier auch was zu feiern hast, wo du aber noch nicht mit rechnest. Da kannst du es zum Beispiel zu tun haben vom Sternzeichen her Fisch, Skorpion oder Krebs. Kann aber auch deine eigene Energie sein. Hier spüre ich in dem Fall, dass das deine eigene Energie ist. Ja? Und wir haben eine Karte aus der großen Arkana. Ja? Das ist die Gerechtigkeit, die 11. Karte, Sternzeichen Waage. Du siehst ja hier die, wie heißt sie nochmal? Justitia. Sie bewertet von Herzen, das heißt, sie hat die Waage in der linken Hand. Ja? Sie hat aber auch rechts ein scharfes Schwert. Und die Karte sagt zunächst immer, du sollst alte Zöpfe abschneiden, es muss hier etwas getan werden und du sollst ja auch gesunde Grenzen setzen. Und das hast du bislang nicht gemacht. Ja? Du hast ein System, System ist das falsche Wort, lass mich überlegen. Du hast hier immer wieder ein Muster abgespiegelt, und zwar das hast du schon seit der Kindheit erlernt. Und dieses Muster bringt dich aber nicht weiter. Und deshalb musst du dieses, man kann ja sagen, alte Zöpfe abschneiden, aber auch alte Muster umprogrammieren. Ja, weil dich das nicht mehr weiterbringt. Das ist eine sehr stabile Karte, das wirst du auch hinbekommen. Und wir haben die Karte der Teufel. Das ist auch eine Karte aus der großen Arkana. Sternzeichen Steinbock. Ja, du hast momentan mit deinen Schattenseiten zu kämpfen. Momentan bist du auch sehr müde, du bist sehr matt, weil du Energie verlierst. Du hoffst hier auf Dinge, die nicht kommen. Du kannst dir auch mal die Frage stellen, ob du ausgenutzt wirst. Schau auch bitte mal deine eigenen Hemmungen dir an. Ja, du musst einfach hier rausschauen, dass du aus Dingen, die zwanghaft, die nicht kontrollierbar sind, dass du hier das Verhalten abstellst und herauskommst. Ja, das ist halt wichtig. Und wir haben ja 10 der Schwerter. 10 der Schwerter ist hier definitiv ein Ende bei der Arbeit oder in der Beziehung bei der Liebe. Das ist eine Karte, die ähnlich ist wie der Turm. Es wird ja plötzlich. Es wird dich auch erschüttern und es ist einfach vorbei. Man könnte auch sagen, das wird dich kalt erwischen. Du bist momentan blockiert. Hier gibt es eine Blockade. Das ist auch so die Pausenkarte in der Liebe. Du sollst hier aber auf dein Gefühl hören, auf deine innere Stimme. Und du sollst nicht nur auf äußere Dinge achten. Du bist momentan sehr oberflächlich unterwegs und das ist ein Problem. Das sind alles Schwertenergie, es steht immer für unsere Gedanken, für die Gedanken generell. Kann aber auch sein, dass das ein Zwilling, Waage oder Wassermann ist. Ja, und du kommst aber auch wieder in eine andere Energie, das sind nämlich 4 der Schwerter. Das heißt, du lernst hier deine Gedanken zu ordnen. Du kommst, das ist eine sehr sanfte Energie. Ja, du machst ja quasi einen Plan, nur du lässt dir jetzt auch Zeit damit und du kannst auch wieder besser schlafen. Wenn du den Plan erstmal hast, wirst du diesen Plan auch umsetzen. Und dann hast du die Energie des Königs der Münzen. Der König der Münzen kann sehr gut realistische Einschätzungen treffen. Der ist auch Meister, das Erreichte solide abzusichern, weil materialistische Dinge sind dem König der Münzen sehr wichtig. Das ist auch eine Person mit einer guten Erdung. Und die Person wird auf dich zukommen. Da hast du es mit einem Steinbock, Jungfrau oder Stier zu tun. Möglicherweise auch jemand Selbstständiges. Und du wirst dann auch wieder in die Kraft kommen.
Das kann ein guter Ratgeber sein, das kann aber auch eine neue Partnerschaft sein, weil hier geht es definitiv darum, dass die Göttin dem Löwen, der Löwe steht für die Probleme, das Maul schließt. Das macht die aber sehr sanft. Du wirst hier die Probleme und die Hindernisse wirst du hier überwinden. Man könnte auch sagen, du wächst mit deinen Aufgaben. Ja? Die Karte steht auch immer für Leidenschaft und auch Mut zu haben, ein Risiko einzugehen. Ja? Der Wunschpartner wird hier definitiv auf dich zukommen. Und du wirst hier nochmal in Streit geraten. Das sind fünf der Stäbe. Hier wird es zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Man kann auch sagen, einem Streit. Man kann auch sagen, sich versuchen zu beweisen. Das ist so die Impulskarte für, ja, können Schütze, Löwe oder Widder sein, mit dem du es hier zu tun hast. Das ist eher eine sehr konstruktive Karte, die ist nicht negativ gemeint, ja. Ja, ist eine sehr interessante Legung, lieber Skorpion. Ich schaue noch mal tiefer rein. Sehr interessante Legung, ihr Lieben. Sehr interessant. Ja, da hat sich einer umgedreht. Sechs der Stäbe. Ja, Sechs der Stäbe ist eine sehr, sehr schöne Energie, weil hier werden gute Nachrichten, wirst du bekommen. Du wirst hier einen guten Weg gehen und dieser Weg wird dich wieder ins Glück bringen. Man kann auch sagen, mit dieser Person wirst du glücklich. Ja, ja, Schütze, Löwe, Widder. Kann sein, muss nicht. Nimm es bitte mit der Pinzette. Ich will noch mal weiterschauen. Königin der Schwerter. Ja, da ist eine Person, die auf dich zukommen wird. Die Königin der Schwerter ist jemand, der mit Verstand dich von der Unsicherheit, Verwirrtheit und Abhängigkeiten befreien kann. Sprich hier die Energie vom Teufel. Die Person hat die Macht dazu. Ja, das ist ein Zwilling, Wassermann oder Waage kann das sein. Du wirst hier lernen, dass du Entscheidungen wieder unabhängig und frei treffen kannst. Weil sie wird wieder vom Gefühl her dir wieder die Wahrhaftigkeit zurückgeben, deine Stärke, dein Stolz. Das Ganze wird dich wieder unabhängig machen und so, dass du wieder mit kühlem Kopf auch Entscheidungen treffen kannst. Das kann auch jemand als guter Ratgeber sein, ja, der dir eine gute Freundin ist. Eine Karte bitte noch. Haben wir den König der Kelche. Wir haben doch auch die Königin der Kelche hier. Das Königspaar ist hier zusammen. Das kann auch sein, dass es ein Fisch, Skorpion oder Krebs ist oder deine eigene Energie. Weil die König der Kelche, das ist halt, ja, der kann seine Gefühle sehr gut kontrollieren. Das kann auch dein Gegenüber sein. Dann drehst du bitte. Hier ist einfach die Aufgabe, dass du auch Verwundungen zulassen sollst. Ihr habt momentan Probleme in der Beziehung und deswegen vertraust du deinen eigenen Gefühlen nicht mehr. Du hast sonst immer eine Taktik angewandt und hast deine eigenen Wünsche zurückgestellt, weil du gedacht hast, wenn du das tust, wird das wieder harmonisch werden. Das ist natürlich der Fehler, weil irgendwann wirst du natürlich unglücklich werden. Generell ist der König der Kelche ein sehr sympathischer Typ. Aber hier musst du nicht lernen, immer deine Wünsche zurückzustellen, sondern du musst eher lernen, dass du das Vertrauen auf deine eigenen Gefühle wieder erlangst. Denn nur so kannst du auch in die Harmonie kommen. Ja? Ja, ich will noch mal eine Astrokarte ziehen für dich und mal schauen, was die Sterne sagen zu euch hier, ihr lieben Skorpione. Der Pluto, Schatten und Mystik. Ja, wir schauen noch mal eben, könnt ihr es erkennen? Ja, ihr Lieben, der Pluto ist quasi der Planetenherrscher des Skorpions. Ja? Ja, der Planet Pluto, von seiner Färbung her und von der Größe her, ist er der sogenannte Zwergplanet. Hier geht es einfach um
Karma unter anderem, ja, um Mystik, Familiengeheimnisse. Es werden hier Geheimnisse ans Licht kommen. Ja, oder man kann auch sagen, Schatten werden hier an die Oberfläche kommen. Geheimnisse werden hier ans Licht kommen. Ja? Die werden hier auf dich zukommen, definitiv, ihr Lieben. Und wir werden auch nochmal eine Karte ziehen aus dem Merlin-Orakel. Mal gucken, was das Merlin-Orakel euch nochmal mit auf den Weg bringt hier. Feenspiegel. Tiefe Einblicke, Intuitionen. Das Herz kennt den Weg, dein Bauchgefühl führt dich. Was fühlst du? Was nimmst du wahr? Der Feenspiegel hilft dir, sicher und klar deine Intuition zu folgen und dafür einzustehen. Ja, damit wirst du dich wieder verbinden, ihr Lieben. Ich hoffe, die Legung hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Solltest du hier mir ein nettes Kommentar hinterlassen wollen, freue ich mich immer wie ein kleiner Junge. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich, wenn du das tust, meinen Kanal abonnieren. Mir hilft das sehr, sehr viel. Dir hilft es natürlich auch, weil du verpasst kein Video mehr von mir. Das kannst du für dich kostenlos und verbindlich. Daher bitte ich um dein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Start in den Februar. Alles Liebe, alles Gute, bleib gesund, bis bald. Ciao, ciao.